Das FBR Maklerkontor präsentiert Ihnen die aktuellsten Angebote auf YouTube immer einen Tag vor dem Markt. Heute ein Mehrfamilienhaus in Wismar. In der malerischen Hansestadt Wismar präsentieren wir eine exklusive Anlageimmobilie mit insgesamt 31 vermieteten Wohneinheiten. Dieses attraktive Mehrfamilienhaus wurde ursprünglich im Jahr 1963 in massiver Bauweise errichtet und 2015 umfassend kernsaniert. Im Zuge der Sanierung wurde das Dachgeschoss vollständig ausgebaut, was die Schaffung zusätzlicher Wohneinheiten ermöglichte. Ebenfalls 2015 wurden eine neue Balkonanlage sowie der Panorama-Außenaufzug installiert. Die Immobilie bietet eine beeindruckende Wohnfläche von über 2000 Quadratmetern, welche sich auf 4 Etagen verteilt. Die Wohneinheiten zeichnen sich durch gut durchdachte Grundrisse aus und bieten eine Vielfalt von Wohnmöglichkeiten. Von kompakten Einzimmerwohnungen mit 33 Quadratmetern bis hin zu großzügigen Vierzimmerwohnungen mit 117 Quadratmetern. Alle Einheiten sind mit hochwertigen Holzdielen oder Parkett ausgestattet. Die Bäder verfügen über Badewannen und sind mit edlen Marmorfliesen gefliest. Zur Anlage gehört auch ein praktischer Kellergeschossbereich, der neben einem Fahrrad- und einem Gemeinschaftskeller individuelle Abstellräume für jede Wohneinheit bietet. Für die Bewohner stehen zudem 31 Pkw-Stellplätze zur Verfügung. Die jährlichen Mieteinnahmen belaufen sich aktuell auf über 224.000 Euro, was diese Immobilie zu einer attraktiven Kapitalanlage macht. Sie können diese Immobilie jetzt auch virtuell besichtigen. Schalten Sie sich dafür einfach auf unserer Website für den 360-Grad-Rundgang frei. Leicht verständliche Grundrisse und die Maßbandfunktion werden Ihnen dabei helfen, sich mit der Immobilie vertraut zu machen. Abonnieren Sie uns jetzt auf Facebook, Instagram und hier auf YouTube, denn hier präsentieren wir Ihnen die neuesten Angebote immer einen Tag vor der Veröffentlichung in den großen Immobilienportalen. Ach, und lassen Sie uns doch ein Like da, wenn Ihnen die Präsentation dieser Immobilie gefallen hat.